Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu... Ja, Link to the Past, ne? Aber es genau, Let's Play Link to the Past. The Legend of Link. Oh, nee, wir spielen mit Zelda. Ja. Nicht vergessen. Ja, natürlich, wer sonst? Deswegen sag ich ja, was The Legend of Link. Zelda ist... Oh, okay, die werden alle umgedreht. Das ist gut zu wissen. Haha! Na, der hat ein bisschen verkehrt, ne? Die Forever Alone. Wir springen! Oh, springen! Ah, erstmal wichtig, er hat Sonic gespielt. Also, deine Hinweise, oh, damit sagen wir es mal. Und wichtig, ja, wir haben wieder ein neues Mitglied hier. Genau, das Magic! Mr. Magic, so. Genau, ist Mr. Magic Man. Das gute Alte. Ein ganz unbekannter. Sprechen wir mal mit dem Schild. Wo hattest du mitgespielt, Pokémon Dusk? Ja. Skala. Tut mir nicht so, als wäre es so. Oh, ist ja grün. Oder Sahasrara? Der Name ist echt so Sahasrara. Was? Sahasrara. 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 Würde ich aussprechen, jedenfalls. Ja, das ist schon besser als Sahasrara. Sahasrara. Aber das mal in Englisch kommt. Genau, ich muss Englisch aussprechen, im Englischen spielen. Alter, wenn ich immer die Stimme höre, ich würde ins Feuer laufen. Ich muss das mal aufnehmen. Guck nur zwei Räume und das ist das ganze Ding hier, Steffen. Ja, ne? Passt doch, ne? Creatures. Na Bene, der Tempel wird Steffen wissen, oder? War das den Tempel mag ich. Oh, ja. Die bewegen sich ja. Natürlich bewegen sich die Gegner. Ja, das Gegner. Muss sicher wissen. Es gibt auch Gegner, die sich nicht bewegen. Haha, guck mal, wie dumm. Oh, okay, die sind immun dagegen. Du musst sie auch ins Loch reinkicken. Muss man? Muss man nicht. Ja, aber wo sterben wir jetzt denn? Das ist so. Egal, ich hab ein Herz bekommen. Von den komischen Viechern und so. Ihr Herz. Den kleinen Blobs. Ein Sternschein. Sind immer noch immun, ja? Na los, komm, ist doch nicht so schlecht. Wow. Oh, passt doch, ne? It's locked! Mach ich mal wieder. Naja. Hm? Dass man hier runterfahren muss, das weiß ich aber nicht. Also die Löcher ändern sich, wenn du auf den Schalter drückst. Nee, da passiert nichts. Da ändert sich nur der... Oh Gott. Für alle Fans. Ich guck erst nochmal drin. Niemand steht da drauf. Also. Außer dir vielleicht, aber es zählt nicht. Uncool. Der hat dich fast gefögelt. Ich frage mich immer, warum treffen die sich nicht gegenseitig? Gute Frage. Und sehen wir dagegen? Sehen wir so feurig aus. Auch noch? Boah, voll fies, ey. Was benutzt du denn überhaupt? Hm? Warum hast du nichts anderes als ein Boomerang? Doch, aber ich will nichts an. Aber der Boomerang ist die Allzweckwaffe. Oh, ja. Ich bin sogar nochmal durch ein anderes Loch. Nee, ich mach das noch viel klüger. Eventuell. Mal schauen, wie ich hier was guck. Tada! Okay, damit kann man eventuell was anfangen. Mal schauen, ob ich damit was anfangen kann. Müssen wir noch nicht hin? Ja. Ach, hier unten war ja auch ein Button. Gut, das hat also... Den musst du auch drücken. Ja, ich weiß. Gut, das hat also schon mal gar nichts gebracht. Dann probieren wir nochmal die anderen Löcher. Muss man ja in etwa eigentlich auch abschätzen können. Müsste.
halt die Leute könnte. Mal schauen, bei dem einen bin ich da angefangen, dass das bei dem anderen dürfte ich hier in etwa landen. Soll ich mich aber oben drauf? Das Ding ist, das habe ich nicht verstanden, warum sie da auf den Teil das gemacht haben. Da hat die Dinger einfach nie kapiert. Ja. Um die damit mal. Ja, das ist das Einzige. Einfach so, sie haben es gemacht und sagen, yeah, aber. Das ist super gefistet. Nein, da wollte ich nicht rein. Man kann sich auch um Sachen herum bewegen. Ach ja. Nee, immer durch die Mitte. Ja. Elbow ist gestreckt. Natürlich. Extra schon breiten. Gut, schon mal dann nicht. Ja, okay, vielleicht bringt das auch einfach gar nichts. Boah, bringt auch nichts. Das sag ich jetzt einfach mal so. Gut. Dann tun wir voran. Du hast ein Loch noch nicht ausgetestet. Das ich hab 3, 4 noch nicht ausgetestet. So, was stand hier drauf? Das war die und so. Ja, genau. Das ist ein Thriller. Nee. Oh, da oben ist ein Thriller. Doch, ne? Doch, passt. Wir lassen das irgendwie. Das ist gut. Aber sehr gut, Schein. Deine Freunde. Und zack. Ja. Aber diese Platten waren immer die heftigsten Gegner, die sind unbesiegbar. Die rennen gegen eine Wand und so selber sprechen. Ja, okay, aber du kannst ihn nicht. Ist das Tor jetzt offen? Das Speicher da abgelegt. So sie wissen. Kommt man die? Ja. Stimmt, die kann man schlagen, oder? Ja, wieso? Oder einfach mit dem Schild zu den hinstellen. Ja, auf jeden Fall, als Kind waren die absolut übermächtig. Ich weiß nicht, wie viel die mich hier verloren habe. Ja, okay, hier nicht, weil ich Zelda 3 auch erst gespielt habe. Ja, das war nervig. Bei Link to the Past gab es ja, glaube ich, auch sowas ähnliches. 8 ist das nicht so interessant. Bei Link to the Past spielen wir Windfish Awakening. Ja, das ist auch ziemlich arschig. Alter, verdammt. Die gehen mir jetzt schon so auf die Nerven. Kekse, weil er sich da alle Herzteile gesammelt hat. Eins ist so nicht arschig gewesen, aber da hat man schon so die Erfahrung. Aber das ist, da musst du tauchen. Du musst im Wasser tauchen, um das Herzteil zu finden. Wie frech? Ja. Und das ist an so einer Random-Stelle. Gut, man kann es halt, wenn man so die Ahnung hat, kann man sich so einigermaßen denken, aber es ist trotzdem nicht so an einer ganz bestimmten Stelle. Das ist an so einer geraden Wasser-Dings bei Burggraben. Das ist ja so Wasser und dann kannst du tauchen und dann so am Rand ist das dann so random. Nicht mal bei so einer Stelle, wo man sagen könnte, oh, das sieht verdächtig aus. Da ist ein Herz. Aber dann habe ich einfach die ganze Gegend da abgesoffen und dann klappte das. Wie gesagt, die Dinger sind nicht übermächtig. Auch anderes ausprobieren. Ja. Gut. Die kommen da immer wieder raus, das heißt durch das Tor kann ich. In dem einen Wüstenpalast, da hättest du diesen Strudelfigur einfach mit dem Schwert knechten können. Ich werde es ja gewundert, warum du nicht einfach mal Schwert gemacht hast, weil das ja dann die erste Waffe du hast. Ja, wollte ich, aber die Mainstream. Schicke Sache. Ist das ein Loch? Ja, gut. Ich habe keine Ahnung, was das war, aber ich habe es aufgesammelt. Okay, einfach. Ist das flüssig, ja. Großer Mann. Ne, die waren ja dagegen. Ne? Genau. Ja, yeah, hier. Yeah. Doch, jetzt so schön. Feuer? Ja. Du hast daneben gefeuert. Nee, ich hab daneben gefeuert. Yes. Yay. Yeah. You got to be key. This is a master key of seduction. Ja, egal. Das sind die Schlüssel. Ja, deswegen. Dachte ich mir so. Der Weg war wahrscheinlich schneller. Ja. Ja. Genau das war mein Plan. Genau. Ja, bist ja schon hier jetzt. Warum? Damit du das sagst. Weißt du so? Nein. Um Leben zu verlieren gegen den. Nice. Wow, wow! Mal nachdenken, ne? Du denkst, ah. Was? Nee, das war so ein anderer Raum. Boah, verdammt, jetzt spoilert mich von. Ich hab gerade vergessen, wo die Post ist, da war ich doch schon. Darum ist das so mit diesem Schied, ja? Ich hab doch, ja, klar. Alle nochmal sehen. Ja, macht nichts.
bin ja nix. Zum Glück habe ich da jetzt nicht fett auf die Fresse gekommen. Ja klar, das wäre natürlich auch sehr interessant, aber... Am Arsch! Am Arsch! Ah, okay, gut. Genau, die können da nichts schleifen. Ja, ich habe was ausgetestet, da lag das. Der Bogen kann auch nichts. Ja, das musste ich wissen. Die haben ja was drauf. Und die sind sehr witzig, weil sie das können. Ihr Blobberschleim zeigt ziemlich einen wieder federartigen Kurzschluss zu haben. Ihr Kern, sag ich mal einfach. Schlampe. Also ziemlich elastisch. Ja. Boah, hast du das gesehen? Ne? Oh, dabei. Oh, hast du das gesehen? Oh. Er hat's gesehen. Jetzt geht er mit. Habt ihr das gesehen? Boah, ich bin ganz alleine hier. Er redet mit diesem Schädel. Ne, das hier sind sie wieder. Ja, los, komm. Mann, ey. Mach irgendwas. Mach doch was, er bringt es. Er ist heftig. Er ist gut drauf. Er ist überwältigt. Ich sterb mich ja einfach durch. Ich sterb mich einfach durch. Wir sind ja großzügig. 1, 2, 3, 4, 5 Herzen. Ist nicht so, dass man arschig hat, wie mit 3 anfängt oder so. Wie doch alle ankamen. Mach nicht fertig, wo sind wir? Ein super Start, Steffen. Was? Ich hab die verarscht. Wenn du verlierst, du aber kein Leben. Ja, das war, da waren sie auch noch großzügig, echt. Ja, das ist ja auch noch... Bei Wakening haben wir Leben verloren, oder? Bei was? Bei Wakening, weil wir runtergefallen ist. Naja, aber das ist jetzt ein anderes Loch, ne? Das ist ein Loch, ja, was aber nur eine Etage tiefer geht, also... Die kannst du ja auch... Naja, du hast... Wäre witzig, wenn die jetzt hier unten wäre. Dann könnten wir doch mal an. Das wäre doch richtig geil. Sie das nochmal eingebaut. Das würde man so einfach noch witziger machen, ne? Also verschiebt man dann sozusagen das Problem einfach nur, das wäre uncool. Du kannst ihn da wieder unten lassen. Oh, eine Bombe, cool. Ja, wo du 10 hast. Ha! Hast du das gesehen? Kannst du einfach nach oben zur Tür gehen? Ja, kann ich auch machen, will ich aber nicht. Steffen will lieber sterben. Und noch mehr Leben verlieren. Und er hat nichts in der Flasche oder gar nichts. Ja. Immer wieder lästig. Alles andere wäre ja auch zu langweilig. Mein Glück aktivieren sie sich damit, sonst hätte ich mich da eingesperrt und hätte nochmal draufschlagen müssen. Oh, eine Dings 15 Sekunden. Ja. Also ich mach ja auch den totalen Speedrun. Warum fällt es dann die ganze Zeit immer runter? Also ist so. Ha, hast du das gesehen, wie ich den Arsch hab, ey? Was? Boah, das war so cool, Colin, du hast voll viel verpasst. Ich hab nichts gesehen. Ja, Glück für dich. Ja, das ist wieder ein paar, ich meine, komm. Kann ja nicht der einzige Auftritt gewesen sein. Oh, diese großen. Ja, die sind auch was ausgekommen. Ja. Kriegen wir jetzt noch heute hin? Der kommt gleich, keine Sorge. Ich würde ihn lieber nicht ankommen. Ehrlich mal, Colin. Ich auch nicht, aber er kommt eben, ist doch nicht meine Schuld. Doch. Jetzt schon. Deine Worte haben ihn elektrisiert. Naja, Bene sorgt ja fürs Männer kommen. Hatten wir das nicht gestern geklärt? Ja, noch nein. Du weißt schon, bei Dichter ging's auch nicht. Auto. Virginia Burger. Ach ja, der Typ. Dein Freund. Der ist wieder liegen. Ja, ich weiß, wen Colin meint. Nee. Nee, das war der eine, den du zugefragt hast. Der Lappen, der Lappen. Oh Gott, schon, ey. Anstatt sich mal ein geiles Dings reinzuziehen, nein, er quatscht Männer an, um zu kommen, das nicht geht. Und den hast du zugepackt, oder was? Ja. Ja, und dann braucht er es halt irgendwie. Ich hab's auch nicht gedacht. Ja, er hat nur die Wahrheit gesagt. Das ist richtig zur Sache, ey. Genau, dann ging's bei euch mal richtig zur Sache. Interessant. Können wir jetzt eine Vorstellung mal wieder? Naja, ich habe nur das Video, was Bene sagte. Eine Crew? Ja, ich kann jetzt auch schon Steine angehen. Auf was für Spielchen stehst du eigentlich? Bam, hast du es gesehen? Bam, den auch, ey. Ich bin Steffen der Zerstörer. So geht's eigentlich. Steffen das Arschloch. Ja, ich nehme die ganze Bude hier auseinander. Was haben wir da? Den Kompass. Cool. Wo ist Norden? Sieht man nicht, man sieht einfach nur, wo Schätze Map. Angezeigt werden. Norden ist oben. Sieht der Kompass
zeigt keine Himmelsrichtung, er zeigt Schätze an. Das ist ja. Und dann irgendwann bist du so draußen, so jetzt nach Norden. Und dann der Kompass zeigt einfach nichts mehr an. Wenn er zeigt da hin den Schatz, dann reicht mir das. So, sind wir jetzt fertig? Boah, das ist witzig. Die sind aus demselben Material wie diese. Und dann wissen sie sich gerne selber. Ja. Mario Feuer dann. Boah, wie ich ihn genutzt hab dann. Oh, ein aggressiver. Ma! Das war der Taktik, Mann. Die sind so schlau. Das sind so wie die Raptoren aus Jurassic Park, Mann. Aber die hier sind schlauer als die Raptoren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hui! Oh, guck mal, wie sie diese Kurve gemacht hat. Bam! Jetzt bist du hier. Wir würden mal alle Kugeln wieder. Nee, da ist nichts mehr drunter, glaube ich. Nein, das ist nicht so. Nimm den Kug mit hoch. Du nimmst den nicht mit hoch. Nee, Spiel sagt nein. Oder Treppe sagt nein. Ich stehe mir das gerade mal dagegen. Ich stehe mir das gerade so vor, er hat den so über dem Kopf und läuft dann so. Und dann irgendwie stößt er oben an die Decke von der Treppe. Du geh kaputt. Splitter treffen dich, Leben verloren. Das wäre hier Pen and Paper Style von dem Live. Warum das Boss gekämpft? Weil ich muss hier doch weiter. Ja. Tafel aufmachen, nee. Ja, doch. Nein. Mensch, nein. Und warum sind wir überall so wissen? Und warum liegt hier so viel Heu? Und warum hast du eine Maske? Verdammt, ey. Dann wir das mal hier schnell. Verdammt, wo war denn jetzt hier der scheiß Schlüssel? Nein, der ist nicht schlüssel. War Schwierig. Da nicht eine Etage? Sieht so aus. Dann nehme ich jetzt erstmal die Video auseinander. Haben die verdient. Warum? Also, ja. Und wofür das Ganze für Krüge? Auf jeden Fall. Und da sind sie wieder. Ne, aber ganz von Herzen, ne? Ja. Von Herzen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe es einfach gemacht. Ja, viel zu groß zu übrig. Den Rest lasse ich jetzt noch mal, weil ich glaube, da oben ist so ein bisschen, aber kann ich nicht. Nee, bei den anderen konnte ich gegenrennen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Nee, kann ich nicht machen. Das würde sonst anders klingen, habe ich gelernt. Also geht dann nichts. So, hier geht's Richtung Posten dann. Nicht so. Ah, ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Also jetzt noch speichern. Stimmt auch wieder. So, und dann würde ich sagen, ist das eine ganz gute Folge, ne? Muss gar nicht. Ja, passt schon. Naja, eine Folge, in der du gefistet wirst. Ja, das sind die besten Folgen. Ja, ich bedanke mich an der Stelle dann mal fürs Zuschauen. Wieder schauen reingehauen. Bis zum nächsten Mal, ciao.